Hallo, ich bin Dr. von Lücken und heute erkläre ich alles Wichtige zum Tennisarm. Ein Tennisarm ist eine Überlastung der streckseitigen Unterarmmuskulatur am Ellenbogen. Die Betroffenen verspüren Schmerzen an der Außenseite des Ellenbogens bei vielen Alltagsbewegungen. Jede Altersgruppe kann betroffen sein. Streckseitige Unterarmmuskulatur wird nicht nur beim Tennisspiel belastet, sondern auch bei vielen Alltagsbewegungen, zum Beispiel Schlüssel umdrehen, Hände schütteln, festzugreifen oder Bedienen einer Tastatur. Nach Ausmaß der Erkrankung können verschiedene Behandlungen versucht werden, zum Beispiel Dehnungsübungen, entzündungshemmende Medikamente, Überarbeitung des Arbeitsplatzes, Bandagen, Stoßwellenbehandlung, Cortisonspritzen oder sogar eine Operation. Damit es nicht erst so weit kommt, hilft es, folgende Dehnungsübungen zu Hause durchzuführen. Achten Sie auf die Drehung in der Schulter. Die Ellenbeuge zeigt zur Decke. Die Finger sind zum Boden gerichtet. Wiederholen Sie diese Übungen. Halten Sie die Dehnung ca. 3 Sekunden. Entspannen Sie 3 Sekunden und dehnen Sie erneut. Schulter locker lassen. Diese Übungen können Sie zum Beispiel 5-mal täglich je 10-mal durchführen. Wie bei allen Krankheiten. Im Zweifel besuchen Sie bitte den Orthopäden Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen mein Video gefallen hat, folgen Sie mir gerne und schreiben Sie Kommentare, welche Themen für Sie für ein weiteres Video interessant wären. Vielen Dank.